Musikanten. Und herzlich willkommen in den Mairotel Hotels, in der Mairotels Halle hier in Rothenburg an der Fulda. Wir haben ein ganz, ganz tolles Thema heute Abend. Es dreht sich nämlich alles um Volksfeste. Genau, und dies freut natürlich mein Michael besonders gut. Ja, und ich kann da auch sagen, warum, Marianne, weil Volksfeste mit den lustigen Musikanten einiges gemeinsam haben. So zum Beispiel wollen Volksfeste auch möglichst vielen Menschen möglichst viel Freude bereiten. Hast du recht, aber Freude ist im Leben nicht alles. Aber ohne Freude ist alles nix. Naja, und außerdem, Marianne, sind wir ja hier im Hesseland. Verstehst du? In Oberhesse. Mhm. Mhm. Und die Hesse habe das Volksfest erfunden. Sie haben eine tolle Stimmung, das habe ich schon gemerkt. Mhm. Aber es stimmt wirklich. Nachweislich seit 852 gibt es hier in Bad Hersfeld das älteste Volksfest, nämlich das Lullusfest, das Lullus Heimatfest. Lustige Musikantenfest. Das ist einfach. Okay. Es gibt aber auch ganz attraktive. Oh, jetzt kommen natürlich wieder hier die Bad Hersfelder zu Wort. Aber ganz aktuell. Nächsten Samstag geht in München die Oktoberwiesen an oder bald gibt es wieder, ich weiß es gar nicht wann, in Dresden die Vogelwiese, in Hamburg den Hamburger Dom, in Stuttgart den Cannstatter Wasen. Ja, und vor allen Dingen, Marianne, hier in Rothenburg das Heimat- und Strandfest. Jawohl. Jawohl. Da waren wir noch nie. Da müssen wir hin. Ja. Fulda Strand. Aber das ist ja wurscht, ob ganz gigantisch groß oder klein, gemütlich muss es sein, Spaß muss und machen. Marianne, bei einem Fest muss einfach auch die Muse stimmen. Es muss die richtige Muse dabei sein. Und ich bin mir sicher, bei unseren Kollegen, die jetzt gleich kommen, sind alle mit dabei und alle singen mit. Und hier sind sie, die Turacher. Hey, hey, hey.
Kino. Denn heute spielt sich alles richtig um. Volks- und Heimatfeste gibt es auch im alpenländischen Raum. Und diese vier Herren kommen unverkennbar natürlich von der Schweiz. Und im Gegensatz zu vielen Volksfestbesuchern haben diese Herren keinerlei Probleme mit der Fahne. Im Gegenteil, sie beherrschen wahre Kunststücke mit ihren Fahnen. Und sie haben ganz zauberhafte Kollegen mitgebracht aus ihrer Heimat, nämlich das beliebteste Volksmusikduo der Schweiz. Seit 12 Jahren sind sie schon verheiratet und immer noch ein Herz und eine Kehle. Für Sie, Vreni und Rudi. Das Fest hat begonnen, wir laden euch ein. Viva Ole! Heute sind wir gekommen, um fröhlich zu sein. Viva Ole! Wir freuen uns am Leben und singen dazu. Viva Ole! Wo Musikanten sind und wo man gerne singt, da kommt die Stimmung im Nu. Ein Festival der guten Laune feiern wir heute. Ein Festival der guten Laune, seid ihr alle der. Freunde, stimmt mit uns ein. In alter Rolle wir vergessen und erfreuen. Ein Festival der guten Laune. Freunde, stimmt mit uns ein. Wir fühlen uns super, der Wein schmeckt uns gut. Viva Ole! Die Sonne im Herzen, den Rhythmus im Blut. Viva Ole! Es hält uns gefangen, das Fieber der Nacht. Viva Ole! Das ist mein Leben pur, keiner schaut auf die Uhr, bis dann der Morgen erwacht. Ein Festival der guten Laune feiern wir heute. Ein Festival der guten Laune, seid ihr alle bereit? Ein Festival der guten Laune, Freunde, stimmt mit uns ein. Denn alter wollen wir vergessen und uns erfreuen. Ein Festival der guten Laune, Freunde, stimmt mit uns ein. Ach, flotte Musik, heut uns jung, und der Joda bringt den Schwung. Da bist du nur lieb, jetzt muss dein Jos einfach ganz besser ins Ohr hinein. Da bist du nur lieb, jetzt muss dein Jos sein, doch ganz besser ins Ohr hinein. Oder Lady Aluri, ja, oder Lady Aluri, ja, oder Lady Aluri, ja, oder Lady Aluri, ja, ja. Jetzt noch nicht kommt, der hört sich noch mal an.
flotte Musik hält uns jung. Und der Joda bringt den Schwung. Ein bisschen durch, das muss sein, ja sein. Danke, fest sein, so hinein. Ein bisschen durch, das muss sein, ja sein. Danke, jetzt besser sein, so hinein. Radio, ja, hola, radio, radio. Waren das aus Maria Lankowitz in der Steiermark. Seit 14 Jahren singen und musizieren sie gemeinsam. Drei von diesen Burschen sind Bergbauern. Ihre Höfe liegen auf ca. 1000 Meter Höhe und wahrscheinlich liegt es einfach an der guten Bergluft oder am Höhentraining, dass sie so begeistert singen und so einen langen Atem haben. Vor allen Dingen interessieren sie sich nicht nur für die volkstümliche Unterhaltung, sondern auch für das alte, traditionelle steirische Liedgut. Und ein Liedl davon haben wir mitgebracht, das hat einen schönen Namen, das Wochentaglied. Und jetzt packen wir es, Buben. Ja. Was ist heut für Tag? Heut ist Montag, heut ist Gnädeltag. Wann alle Montag, Gnädeltag wäre, dann wär man uns geleit. Wann alle Montag, Gnädeltag wäre, dann wär man uns geleit. Ja, aber was ist heut für Tag? Heut ist Dienstag, heut ist Nudeltag. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag wäre, dann wär man uns geleit. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag wäre, dann wär man uns geleit. Ja, aber was ist heut für Tag? Heut ist Mittwoch, heut ist Strudeltag. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag wäre, da wär man uns geleit. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag wäre, da wär man uns geleit. Ja, aber was ist heut für Tag? Heut ist Donnerstag, heut ist Fleischtag. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag wäre, da wär man uns geleit. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag wäre, da wär man uns geleit. Ja, aber was ist heut für Tag? Heut ist Freitag, heut ist Fasttag. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag, Freitag, Fasttag wäre, da wär man uns geleit. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag, Freitag, Fasttag wäre, da wär man uns geleit. Ja, aber was ist heut für Tag? Heut ist Samstag, heut ist Zahltag. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag, Freitag, Fasttag, Samstag, Zahltag wäre, da wär man uns geleit. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag, Freitag, Fasttag wäre, da wär man uns geleit. Was ist heut für Tag? Heut ist Sonntag. Heut ist Musikantentag. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag, Freitag, Fasttag, Samstag, Zolltag, Sonntag, Musikantentag wäre, da wär man uns geleit. Wann alle Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nulltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Gleichtag, Freitag, Fasttag, Samstag, Zolltag, Sonntag, Musikantentag wäre, da wär man uns geleit. Das war schon eine wirkliche Kunst. Dankeschön an die vier Holzerburen. Und liebe Gäste, normalerweise anlässlich eines Volksfestes gibt es ja ein Feuerwerk und das kommt meistens zum Schluss. Wir wollen aber heute schon gleich von Beginn an eine Rakete nach der anderen zünden. Wir haben so richtige Knaller für Sie heute dabei nach der Marke A und O. Für Sie heute Abend der erfolgreichste Orchesterchef der Welt. Für Sie, James Last. Oh, danke dir. Schön, dass du da bist. Danke.
Sie mich packen. Herzlich willkommen. Danke. James Last und sein Orchester. Da weht doch mal da oben. Yeah! %93 aller Deutschen kennen dich und dein Orchester, lieben dich und dein Orchester und lieben deine Melodien. Wann sieht man denn das Orchester James Last wieder mal auf der Bühne? Wir sind in diesem Herbst, machen wir eine Tournee in Europa. Da sind wir ungefähr 30 Tage in Deutschland auf Reisen. Also, aufpassen, 30 Tage in Deutschland. Und ich glaube, das wird eine witzige Tournee und viel das Power, denke ich. Viel Spaß. Also, wer dich kennt und deine Musikanten weiß, dass es eine ganz, ganz tolle Tournee wird und ein ganz, ganz großes Ereignis. Man sagt ja auch, wenn man alle Gold- und Platin-Schallplatten von Madonna, den Rolling Stones und Michael Jackson übereinander stapeln würde, wäre dieser Stapel nur halb so hoch wie der von dir. Wie viel Goldene hast du denn? Ich habe sie nachgezählt, aber es ist so um die 220 Goldene sein und 14. 220. Aber das ist nicht so wichtig. Nichts wichtig. Nee, die Leute hier, die sind wichtig. Ja, ist klar. Das sind ja richtig. Ja, hier, hier. Ja. Also wir sind ja besonders stolz, denn es passiert ja nicht alle Tage, dass man Fernsehpremiere hat. Extra für die lustigen Musikanten hast du diese Volkslieder neu arrangiert. Und du bist ja ein Nordlich. Du kommst von der Küste, vom Brem. Richtig. Ja, vom Meer. Vom Meer. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich also so den Applaus so richtig deute, möchte ich sagen, wir alle haben eigentlich noch Lust auf Meer, oder? Meer. Ja. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem neuen James Last im Happy Volksmusik Sound. Viel Vergnügen. Danke.
Heute hier bei euch zu sein, ist ein Grund, sich sehr zu freuen. Und ihr seid ja so gut drauf, da geht mir das Herz gleich auf. Auf geht's, klatsch mal in die Hände. Da wackelt jede Wand. Doch es kommt noch besser. Jetzt sind wir miteinander. Jetzt geht's los, es geht los, endlich los. Jetzt geht's ab, heute macht keiner Stand. Heute ist alles außer Rand und Band. Jetzt geht's los, es geht los, endlich los. Volle Kraft, voller Spaß und Leidenschaft. Heute versetzt mal die Größe. Geht im Leben dir was schief, werd aktiv und sag dir, glaub nicht gleich, du bist am Ende, spuck in die Hände und sag dir, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Hab keine Angst, was zu riskieren, weh doch mal ein kalter Wind, denn du hast nichts zu verlieren, nur wer wagt, der gewinnt. Sag jetzt geht's los, es geht los, endlich los. Jetzt geht's ab, Handy rein, mach ne Schlapp und gib für dein Ziel dein allerletztes Hemd. Jetzt geht's los, es geht los, endlich los. Voller Spaß und Leidenschaft, lass das Feuer raus, das in deinem Herzen brennt. Und wie es losgegangen ist mit Willi Seitz, und Sie werden mir bestätigen, mit unserem zauberhaften, lustigen Musikantenballett. Naja, also auf Volksfesten kann man ja gewinnen, ne? Auch bei uns, bei den lustigen Musikanten, kann man gewinnen. Alle unsere Zuschauer haben beim Einlass ein Los ziehen dürfen, aber bitte, das Los erst dann aufmachen, wenn ich es sage. Nicht, dass die Leute vorher schon wissen, dass sie eine Niete haben und dann so sauer sind, dass sie keine Freude mehr an unserer Sendung haben. Das wollen wir natürlich nicht. Aber Marianto, ich habe jetzt eine Frage an dich persönlich, ganz intim. Was hast du lieber? Mhm. Einen schönen oder einen klugen Mann? Wenn du mir jetzt so ganz genau fragst. Ja? Keines von beiden. Ach nein. Du weißt doch, ich liebe nur dich. Danke für das Gespräch. Ich möchte mit dir heute tanzen gehen, denn zur Musik ist Glück. Und dieser Tanz gehört dir und mir. Ja, zur Musik tut es cool. Schau mir in die Augen, komm nah zu mir. Ich wünsche mir, dass
das hat man lange nicht gesehen. Und hol dein Mädel nicht zum Tanz, dann ist es um mich geschehen. Ich möchte mit dir heute tanzen gehen, denn vor Musik ist Glück. Und dieser Tanz gehört dir und mir, ja, vor Musik tut es gut. Schau mir in die Augen, komm nah zu mir, wie wird der Song, was gehen spürt. Ich wünsche mir, dass sie dich niemals verliert. Und mach den Tanz beim Brühen, sei man hier allein in dieser Nacht. Und dabei haben wir Stern durchschaut, haben uns küsst und viel gelacht. Vor Weihnacht haben uns nach wie vor so gern. Und jedes Mal, wenn die Musik spielt, dann krieg ich von dir zu hören. Ich möchte mit dir heute tanzen gehen, denn vor Musik geht ins Glück. Und dieser Tanz gehört dir und mir, ja, vor Musik tut es gut. Schau mir in die Augen, komm nah zu mir, wie der Song, was sie jetzt spürt. Ich wünsche mir, dass sie dich niemals verliert. Ich möchte mit dir heute tanzen gehen, denn vor Musik ist gut. Und dieser Tanz gehört dir und mir, ja, vor Musik tut es gut. Schau mir in die Augen, komm nah zu mir, hier ist es an, was ich jetzt spüre. Ich wünsche mir, dass sie dich niemals verliert. Danke dir. Es gibt ja im gesamten Alpenraum und natürlich auch in Österreich schöne Volksfeste und wunderschöne alte Bräuche. Einer der seltsamsten Bräuche ist der Samson-Umzug. Und wir haben heute Fernsehpremiere zum ersten Mal im Fernsehen, im ZDF, die Samson-Gruppe aus Unternberg im salzburgischen Lungau. Wunderschön anzuschauen, kann man da wirklich nur sagen. Dieser Samson-Umzug war bis im 18. Jahrhundert eigentlich nur bei Prozessionen zugegen, dieser Samson, weil er die biblische Geschichte darstellen sollte und es auch getan hat. Heute ist es so, dass er bei Prozessionen nicht direkt mehr dabei ist, sondern nur am Nachmittag des Festes. Aber da geht es dann zu wie auf einem Volksfest. Im Unterlungau, in Unternberg, so heißt es eigentlich genau, gibt es auch das St. Ulrichsfest. Und da seid ihr immer zugegen. Und wir möchten ganz herzlich Danke sagen, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, wenn man sich das Monstrum anschaut. 5 bis 6 Meter hoch und 90 Kilo beinahe schwer. Das trägt ein Mann darunter. Wow. Danke euch. Und jetzt haben wir wieder Musikanten, die Sie alle kennen. Sie haben ein neues Album auf dem Markt, ein Live-Album, und daraus hören wir jetzt einen wunderbaren neuen Titel. Also ganz ehrlich gesagt, erinnert mich das Lied ein bisschen an einen Baumarkt. Weil das Lied heißt Aufi Obi. Ja, und da sind sie, die Alpenrebellen. Und sie aber sagen für mich, wir werden heute miteinander ganz was lustig tun. Die Madeln stellen sich vorn auf und die Buben gleich hinten dran und dann locker in der Hüften, weil jetzt gehen wir's an. Auf wie Obi, einmal hin, einmal her, einmal rund um ein Dumm, ja, mein Ries ist nicht schwer. Auf wie Obi.
Volksmusik, das kann man schon sagen, Kinder, wie die Zeit vergeht. Man merkt es vor allem bei unserem nächsten Gast, den wir seit vielen, vielen Jahren in unser Herz geschlossen haben, der vor kurzem, man sieht es ihm wirklich nicht an, seinen 60. Geburtstag in seiner Heimatstadt Prag gefeiert hat. Karel Gott! Bleibt nicht stehen und unsere Erde wird sich weiter drehen. Wer kennt den Weg und wer weiß wohin, kennt die Antwort auf die Fragen. Ich fühle mich jung, wie ich es immer war. Alles genießen, das ist wunderbar. Soll ich so tun, als wäre ich schon am Ziel, hab Blutschins in der Seele. Ich mag sie die Zeit und steh niemals still. Mach was ich will und das mit Gefühl. Kein Weg zu weit und kein Berg zu hoch. Zum Himmel und noch viel weiter. Für immer jung, ich fühle mich für immer jung. Ich werde einfach immer alles geben. Für immer, immer. Verstehen. Leben ist mehr als nur schwarz oder weiß, es gibt so viele Farben. Die Träume in mir kann kein Wind mehr verwehen, man muss jeden Tag neue Wege gehen. Wer in sein Herz schaut, kann richtig sehen, Träume sind das Leben. Einfach immer alles geben, für immer, immer leben. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung.
auch immer alles geben. Du bist ja in deinem Leben, sage ich jetzt einmal mit einem Lied zu sprechen, nicht nur einmal um die ganze Welt gereist, sondern etliche Male. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo war es und wo ist es für dich persönlich jetzt am schönsten? Ich habe Tourneen gemacht von Las Vegas bis Japan und ich habe sehr vieles Schönes erlebt. Mhm. Aber natürlich, was schön ist, und das vergesse ich natürlich nicht, ist das Gefühl, dass meine Fans, die mich seit 40 Jahren und meine Heimat unterstützen, dass sie mich treu geblieben sind. Und hier in Deutschland bin ich auf der Bühne seit 30 Jahren, ohne ein Tief und immer herzlich empfangen. Und darum schlägt mein Herz auch hier natürlich in Deutschland, in meine zweite Heimat. Charmeur. Den Erfolg hast du dir auch verdient, weil es wahrlich nicht leicht ist, immer das ganz, ganz hohe Niveau zu halten. Deine schönsten Lieder und Hits verpackt in einem wunderschönen Medley werden wir jetzt von dir hören. Dazu wünsche ich Ihnen und uns allen viel Spaß, viel Vergnügen. Karel Gott. Danke, Michael. Mein Mann, die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Thank you.
Woche Wiener Maja. Maja, alle lieben Maja. Maja, 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 erzähle uns von dir. Dankeschön, Karel Gott. Ja, unsere nächsten Gäste kommen aus Braunschweig und sie konnten sich anlässlich des ZDF-Chorwettbewerbs platzieren und dann bestanden sie beim großen Finale im ZDF-Wintergarten und gewannen. Und das schauen wir uns jetzt gleich noch einmal an. Heute werden die jungen Damen und Herren uns ein Volkslieder-Medley präsentieren und sie werden ihrem Namen wirklich alle Ehre machen. Und ich bin mir ganz sicher, sie werden jetzt heute Abend auch gewinnen, nämlich ihre Sympathien. Der Jugendchor Belcanto. Stiftung für Denkmalschutz und diese Stiftung hat bereits über 1400 Baudenkmäler vor dem Verfall gerettet und wir möchten uns natürlich mit unserer Sendung dieser Initiative anschließen und wir haben uns ein Projekt ausgesucht in Sachsen. Ein starkes Stück von August dem Starken. Schloss Moritzburg nördlich von Dresden. In seinem Park entstand 1769 ein wunderschöner Sommersitz. Das Fasanenschlösschen. Ich habe dieses Schlösschen selbst besucht. 11 Räume, alle größtenteils erhalten. Was heißt erhalten? Der Anblick ist ein Bild des Jammers. Überall Verfall, wo man hinschaut, bröckelt und rieselt es. Das Mauerwerk zieht so viel Feuchtigkeit, dass der Parkettboden verrottet. Die kostbaren Tapeten lösen sich, die Farbe blättert ab und der Stuck zerfällt in seine Bestandteile. Die Schäden sind katastrophal. Keine Spur mehr von Lust im ehemaligen Lustschloss.
Viele Menschen, Besucher, Kunstexperten und Denkmalpfleger sind sich einig, es wäre ein großer Verlust, wenn dieses Kleinod zerfallen würde. Hilfe tut Not. Spenden Sie. Retten Sie ein Stück großer deutscher Kultur. Retten Sie das Fasanenschlösschen. Und ich begrüße ganz herzlich von der Deutschen Denkmalstiftung Dr. Robert Knüppel. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind aufgefordert, mitzuhelfen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, die Zuschauer der Lustigmusikanten möchten dieses Fasanenschlösschen retten, um es eben für unsere Nachwelt zu erhalten. Und Sie alle können mitmachen, uns unterstützen mit einer kleinen Spende. Ich darf Ihnen die Spendennummer gleich sagen. Das wäre bei der Dresdner Bank AG die Kontonummer 5x5, also ganz einfach 5x5. Und die Bankleitzahl wäre 380 800 55. Dankeschön für Ihre Unterstützung. Und wenn Sie natürlich noch mehr Informationen haben möchten, dann haben Sie das ganz einfach über die Videotexttafel 628. Und jetzt, meine Damen und Herren, geht's mit Musik weiter. Wir freuen uns auf einen sehr sympathischen Kuddel aus dem Norden. Aber passen Sie auf, da werden jetzt gleich die Fetzen fliegen mit Peter Petrell. Ich kenne eine kleine Kneipe, da fühle ich mich zu Haus. Da gibt der Wirt für alle auch mal eine Runde aus. Hier trifft man viele Freunde, hier will man nicht gleich gehen. Und kommen noch ein paar Mädels, dann ist es doppelt schön. Und wenn's mal wieder was zu feiern gibt, dann singen alle gerne unser Lied. 2, 3, 4, feiern das die Welt. Klein zu kriegen, heute ist unser Tag. Wir feiern, bis wir Rente kriegen, bis die Möwen rückwärts fliegen. Heute sind wir nicht klein zu kriegen, heute ist unser Tag. Ich kenne eine kleine Kneipe, da geht es richtig rund. Da feiern wir so manches Mal bis in die Morgenstund. Dann wird den ganzen Abend gesungen und gelacht. Und dabei sind dann immer die Nachbarn aufgewacht. Die kommen dann im Morgenmantel rein und stimmen dann wie immer gleich mit ein. 2, 3, 4, feiern das Gefest. Schau, wir brauchen Konfit, setz die her, häng die ein, sag mal.
gemütlich an, dann sind wir gleich dahin. Da wird nicht gefragt, schau, da ist nichts dabei, bis du verbindet gleich. Drum sag doch ja, wenn heut wer zu dir sagt. Sag mal, du sitzt die her, du nicht lang ummahnend. Sag mal, du häng die ein, rock mal zusammen, gib mal Hand. Sag mal, du sitzt die her, schau, wir brauchen quasi. Freche Münchnerin, sag mal du. Und was gibt es Schöneres, als einfach jeden mit du anzusprechen? Also wir Bayern haben da sowieso keinerlei Probleme. Und wenn Sie mehr Informationen rund um die lustigen Musikanten erfahren wollen, da gibt es bei Radio Melody einen Musikantenstammtisch, einen lustigen Musikantenstammtisch, jeden Samstag Mittag. Der Karajan der Blasmusik Ernst Mosch ist leider in diesem Jahr im Alter von 73 Jahren verstorben. Ich möchte behaupten, es ist ein ganz, ganz großer Verlust für die Volksmusik, für die Blasmusik, für die lustigen Musikanten ganz im Speziellen. Und all die großen Hits, die er mit seinen Original-Egerländer Musikanten eingespielt hat, werden auf allen möglichen Volksfesten auf dieser Welt immer wieder gerne gespielt. Und wir freuen uns jetzt auf richtige Herzwärmer vom großen Meister der Volksmusik, gespielt von Elmar Wolf und seinen neuen Egerländern. Für Sie Erinnerungen an Ernst Mosch. Da liegt mein Heimatort, es ist da lang schon her, dass ich von dort bin fort. Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss, dass ich den Böhmerwald gar nie vergiss. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand. Im schönen, grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand. Darum trank der Franz viel zu viel. Früh am Tag war er so frisch, doch abends war er unter Tisch. Musik.
möchte ich einmal wiedersehen. All deine Wälder und mein grünes Tal. Jetzt, liebe Gäste, möchten wir gerne das Gesamtwerk eines ganz besonders erfolgreichen Musikmachers würdigen. Er hat sich irgendwann einmal Alexander Marco, später dann Tony Bell genannt, bis er mit einem Hit nach dem anderen sich einen wirklich großen Namen machen konnte. You kissed away my tears, Mama. Is all the phones I'm telling us. Hättest du heute Zeit für mich? Sommernacht in Rom, sie geht nie zu Ende. Auf einer Wolke über Kirsch und Regen. Weiße Rosen schenk ich dir, deine Liebe möchte ich nie verlieren. Wir sind auf der Erde unglücklich zu sein. Sonne, Sonne, Cabrio, ohne Ziel nur einfach so. Und wenn Tirol am Nordpol wär, dann liefe ich dir hinterher. Denn ich will da zu Hause sein, wo unsere Liebe lebt. Tirol in Afrika, dann wär für mich der Himmel eben da. Meine Liebe, meine Sehnsucht sind nur bei dir. Und wär Tirol in Afrika, dann wär für mich der Himmel eben da. Meine Liebe, meine Sehnsucht sind nur bei dir. Hallo. Herzlich willkommen. Das Gigi Geheimnis. Anderson. Genau, das Geheimnis ist gelüftet. Gigi Anderson. Ich hätte gesagt, wir setzen uns jetzt einmal zuerst an den Tisch. Herzlich willkommen, darf man zuerst einmal sagen. Viel Erfolg. Gigi Anderson, also GG steht für? Gerd Krawowski. Genau, und deshalb, warum Anderson dann? Ja, weil ich ein ABBA-Fan war, ja. Da hieß einer Björn Anderson. Richtig. Und das passt dann damals ganz gut. Also du bist ein großartiger Schlagerstar, du hast wahnsinnig viele Lieder komponiert, die hast du dir alle selber auf den Leib geschrieben? Ja. Meistens, nicht nur für dich selber. Nicht nur für dich, sondern auch für andere. Das ist richtig. Also es macht sehr viel Freude, im stillen Kämmerlein zu arbeiten und als Komponist. Und als Produzent muss ich sagen, das ist schon Knüppelarbeit, das tut weh. Für wen hast du eigentlich alles geschrieben und was ist dir denn letztlich lieber? Singen oder produzieren? Naja, es ist also, wie gesagt, produzieren ist sehr schwer manchmal. Hart. Das kennt ihr ja auch. Ja, ja. Und, aber hier mit dem Publikum zu arbeiten, live auf der Bühne zu stehen und dann Applaus zu kriegen, ist das Schönste überhaupt, was es gibt. Und dann hast du ja nicht nur Schlagerlieder geschrieben oder auch eben selber gesungen, sondern du hast dich auch sehr um die Volksmusik verdient gemacht. Ja. Ja, jetzt sag doch mal, raus. Da gibt's so, also ich bin der Entdecker der Wildecker Herzbuben. Ja. Wunderbar. Ich stamme ja auch hier nicht weit weg aus dieser Ecke. Wir haben ja ein Handspiel, sowieso. Ja. Und eigentlich wollten Sie ja gar nicht auf die Bühne gehen. Nee, als der Titel Herzlein damals vorlag und ich musste, es waren ja zwei Musiker meiner Band, der Wilfried und der Wolfgang, musste lange mit ihnen reden und ich glaube, wir können alle froh sein, dass ich es geschafft habe, sie zu überreden, das zu machen. Genau. Ja, aus die Breit schlagen müssen. Ja, ja. Ja, und heute? Ja, eine ganze Starparade hat sich angemeldet. Extra sind sie hierher gekommen,
nach Rothenburg an der Fulda. Ist ja mittlerweile fast so bekannt wie New York. Ja, also viel fehlt nicht mehr. Und diese Freunde haben sich angesagt, um Lieder zu singen, die du alle für sie geschrieben hast. Tja, und da haben wir eine ganz tolle Starparade jetzt für Sie, meine Damen und Herren. Beginnen wird natürlich ein Gast, aber zuerst möchte ich sagen, wer alles kommen wird. Das ist Andrea Jürgens, Willi Seitz, den wir schon gesehen haben, unser Orchester. Otti Bauer wird zum Besten geben. Roland Kaiser ist für Sie da. Und, meine Damen und Herren, gleich zu Beginn noch einmal ein Schmankerl für Sie, Karel Gott. Das Leben mit dir, nie erlebte Träume mit dir und kein Tag vergeht, der nicht glücklich war, ja und nochmal ja. Ich freu mich auf die Liebe von dir, auf ein langes Leben mit dir. Was für ein Gefühl, tief und wunderbar, ja und nochmal ja. Ein Gefühl, tief und wunderbar, ja und nochmal ja. Das Leben ist lebenswert und wer drauf steht, der liegt nie verkehrt. Wo die Musik spielt, da kannst du bleiben. Wer das Leben liebt, der ist nie allein. Schauen.
so große Erfolge, Melodien, die einem wirklich aus dem Bauch kommen, die mit dem Herzen geschrieben sind, mit Herzblut geschrieben sind und dann auch so einen großen Erfolg ausmachen. Dankeschön, Gigi Anderson. Danke euch allen. Dankeschön. Danke. Bleib einmal da. Ich wollte sagen, er weiß es ja nicht, aber uns beide verbindet ja unglaublich viel. Also erstens einmal weiß ich, dass du sehr, sehr gerne Karten spielst, dass du gern Skat spielst, auch wenn du verlierst. Ich spiele gern Schafkopf. Dann hast du eine Leidenschaft genauso wie ich. Du bist Fußballnarr und Fußballfan. Ja. Was ist denn deine Mannschaft? Eintracht Frankfurt. Ja, das ist eigentlich verständlich. Ja, Feste? Ja, ja. Ja, logisch. Keine Frage. Hast du eigentlich Kontakt zu den Spielern oder zu irgendeinem Spieler? Ja, ich kenne sehr viele, weil wir machen... Persönlich jetzt, meine ich? Ja, ja, habe ich. Wen beispielsweise? Kenn, also von Frankfurt ein bisschen weniger, weil da sind ja ein paar neue dazugekommen. Ja. Aber ich habe so generell zum Fußball eigentlich... also ich kenne auch den Christoph Daum ganz gut. Einige, also Dortmunder Spieler kenne ich sehr viel. Andreas Möller, den kenne ich persönlich. Matthias Sammer ist ein sehr guter Spieler. Ja, man sieht sich halt mal, dann freut man sich, wenn man mal... Also ich bin ganz fasziniert, wenn ich einen Fußballspieler sehe und die freuen sich immer mit den Schlagersängern sehen. Also hast du auch nicht nur zu Spielern, sondern auch zum Manager und zu Trainern Kontakt, auch, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Ja. Du hast einen niegelnagelneuen, ganz hochaktuellen Titel, wenn Tirol am Nordpol wäre. Ja. Richtig? Mhm. Ja, jetzt ist er blöd, ne? Weil Rothenburg ist nicht am Nordpol, das liegt an der Fulda. Ja, aber ich habe mir gedacht, wir laden jemand ein, der dich jetzt überrascht mit einem kleinen Präsent vom Nordpol. Und den haben wir eingeladen, den kennst nicht nur du, den kennt auch unser Publikum. Herzlich willkommen! Und jetzt mal mit Grüß dich, Gott. Herzlich willkommen. Ja, ich glaube, wenn man sein Gesicht gesehen hat, dann weiß man natürlich ganz genau, er ist wahnsinnig überrascht. Ihnen darf ich Danke sagen. Herzlich willkommen, Christoph Daum. Jeder hat natürlich längst erkannt. Keine Frage. Und jeder weiß, wenn man so die Autobahn heutzutage fährt, dann nützt es nichts, wenn man sagt, man fährt in 2 Stunden hierher. Sie wohnen ja in einem Vorort von Leverkusen, aber man sagen lassen in Köln. Ja, so kann man es ausdrücken. Ja, und der ist extra hierher gefahren und der hat von so in Köln ja ein Geschenk mitgebracht. Das ist dieses Geschenk, nämlich unser Eisbär. Eine Patenschaft für einen Eisbären vom Kölner Zoo. Und dieser Eisbär heißt Vera. Ja. Na, wäre das nicht was Schönes? Das machst du ja gerne. Ja. Sag ich doch. Und hat ihr die jetzt extra mitgebracht? Applaus. Es war für mich natürlich eine persönliche Freude, als ich gehört habe, dass diese Patenschaft von dir übernommen wird. Denn wir kennen ihn ja alle, seine Lieder. Er hat sehr oft Eis gebrochen mit sehr vielen Melodien. Und wir wollen ihn damit hier auch mit dieser Patenschaft keinen Bären aufbinden, sondern wir wollen einfach nur sagen, da wo der Gerd ist, da ist der Bär los. Ne? Ja, richtig. Aber auch im Fußball ist der Bär los. Wie schaut es denn heuer aus in der Saison 99-2000 mit Leverkusen? Ja, ich muss mich wieder mit Gerd beraten. Also wir tauschen uns immer ein bisschen aus und... ich glaube, wenn er mir wieder die richtigen Tipps gibt, letztes Jahr hat es geklappt, konnte man in Frankfurt gewinnen, wird es vielleicht dieses Jahr auch wieder laufen. Nix. Genau, ich habe eigentlich mehr die Meisterschaft angesprochen. In der Meisterschaft sieht es eigentlich ganz gut aus dieses Jahr. Wir sind sehr gut gestartet. Jetzt nächste Woche beginnen dann die Champions League-Spiele. Am Dienstag, ne? Am Dienstag zu Hause gegen Lazio Rom in der Bayer Arena. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir Leverkusen und auch den deutschen Fußball wieder gut vertreten können, wie wir das ja auch von der Nationalmannschaft gesehen haben. Denn Fußball ist und bleibt, glaube ich, des Deutschen liebstes Kind, neben natürlich der Volksmusik, das ist klar. Also ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Herzlichen Dank, Christoph Daum. Herzlichen Dank auch bei unseren Eisbären Erich Emanuel. Dankeschön. Und Dankeschön, Gigi Anderson.
da war. Dankeschön. Ganz, ganz gut. Freut mich. Ja, Sie haben schon gemerkt, Fußball ist Ihr Leben und die Musik natürlich auch und mein Mann natürlich die Musik ganz im Besonderen. Er hat schon recht, wenn er sagt, aus der Steiermark kommen viele gute Musikanten und da haben wir natürlich jetzt eine der besten wieder eingeladen, die wir seit vielen, vielen Jahren wirklich verehren. Sie, man könnte fast sagen, Sie sind die Schwarzeneggers der Volksmusik. Für Sie die Storkogler. Im Dorf spielen heim die Steirer auf, zum Dickspielen ist und Tanzen auf. Jo, die hauen so richtig drauf, Leid und da geht's auf. Weil ich heut so lustig bin, narrisch gut am Tanzboden bin, geh ich zu die Steirer hin, muss ich da noch hin. Schöner als die schönsten Rosen, sind so Buren in Lederhosen. Lieber Holz am Blumenstrauß, hoben die Frauen so am Bund so aus. Drum tragen wir auch Lederhosen, ganz speziell die übergroßen, weil da drin hätt man noch Platz für einen lieben Schatz. Jo, 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 Mama, Mama, heut braucht man kein Pyjama. Mama, Mama, heut gehen wir nicht ins Bett. Mama, Mama, heut braucht man kein Pyjama. Mama, Mama, bei Horn geht man nicht. Wir bleiben sitzen, 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 bis uns aus sie hauen. Das soll's ja noch trauen, jo, das soll's ja noch trauen. Und wir tanzen, 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 dass die Fetzen fliehen. Und die Musik soll da drin gefrieren. So fesche Ladykiller, die glauben nur in Tirol, fühlen sich die Damen wohl. Doch frag ich mich, was will er, der Kerl aus Zellanzilla, wenn ein erster Steirer sieht, die weiß, ob wenn sie fliegt. Steirer, Mensam, werde ich gut, werde ich gut, fahr Hollywood. Einmal dort sein Mutsch, die Schmäh, gehen uns drüben in USA. Steirer, Mensam, werde ich gut, werde ich gut, fahr Hollywood. Muskeln, Schönheit und der Hirn, das kann's exportieren. Steirer Mensam, werde gut, mach Hollywood. Arnold und sein Steirer Schmäh, gehen uns drüben in USA. Steirer Mensam, werde gut, mach Hollywood. Denn du schau die alle an, du möchtest ein Steirer Mann. Hey! Viele unserer Zuschauer werden sich gerne an ein Lied erinnern, das Zara Leander gesungen hat, nur nicht aus Liebe weinen. Unser nächster Gast meint hingegen, warum denn aus Liebe weinen? Und von Liebe versteht er eigentlich sehr, sehr viel. Und hier ist heute eine Fernsehpremiere, ein brandaktueller neuer Titel. Und hier ist er noch einmal, Roland Kaiser. Diese
Millionen Nächte, mein Puls erwachte, begann mein Spiel, wie ich's immer machte. Ein Drink und Worte, so süß und sachte. Wir gingen und diese Nacht glich einem Feuer. Ich dachte wie immer, ein Abenteuer. Und wollt ihr sagen, was man so sagt? Warum denn aus Liebe weinen? Es war nur Sehnsucht. Ich bin mir sicher, dass du verstehen wirst. Wir suchten beide doch nur das eine. Die Stunden mit dir waren schön, doch ich muss gehen. Lass uns erwachsen darüber stehen. Ciao, alles Gute, auf Wiedersehen. Der Morgen der Nacht war nüchtern, sie hauchte Danke. Du warst nicht schlecht und mein Ego schwankte. Sie nahm ein Glas, goss sich ein und sagte: Mein Hunger nach Liebe ist groß, die Träume endlos und der Beginn einer Freundschaft sinnlos. Beim ersten Mal tut es immer weh. Liebe weinen, es war nur Sehnsucht. Ich bin mir sicher, dass du verstehen wirst. Wir suchten beide doch nur das eine. Die Stunden mit dir waren schön, doch ich muss gehen. Lass uns erwachsen darüber stehen. Ciao, alles Gute, auf Wiedersehen. Warum denn aus Liebe weinen? Es war nur Sehnsucht. Ich bin mir sicher, dass du verstehen wirst. Wir suchten beide doch nur das eine. Die Stunden mit dir waren schön, doch ich muss gehen. Lass uns erwachsen darüber stehen. Ciao, alles Gute, auf Wiedersehen. Aus Liebe weinen, es war nur Sehnsucht. Ich bin mir sicher, dass du verstehen wirst. Wir suchten beide doch nur das eine. Die Stunden mit dir waren schön, doch ich muss gehen. Lass uns erwachsen darüber stehen. Ciao, alles Gute, auf Wiedersehen. Liebe Freunde, jetzt wird es spannend. Ich hab's vorher schon mal gesagt, alle unsere Zuschauer haben beim Einlass ein Los gezogen. Es hat lang genug gedauert, meine Damen und Herren, Sie dürfen es jetzt aufmachen. Halt, noch nicht. Erst wenn ich jetzt sage. Okay. Ja, erst wenn ich, also jetzt. Also jetzt. Okay. Ist ja spannend so ein Los, ne? Wenn man aufmacht. Ha, voller Vorfreude und was ist dann? 5 Buchstaben, N-I-E-T-E. Niete. Da stehst du dann machtlos vis-à-vis. Also jeder, der jetzt eine Niete hat, bitte aufstehen. Der eine Niete hat, bitte aufstehen. Ja, warum steht denn keiner auf? Warum keiner aufsteht? Ja. So ganz logisch, weil es bei den lustigen Musikanten keine Niete gibt. Ah ja, jetzt. Weißt du, Michael, die Rosenburger, die haben halt alle gewonnen. Ach ja. Nämlich unser Herz. Das stimmt. Du wirst es los, ratzfatz.
es was so ein Magen schafft, denn immer geht da noch was rein. Sagen hat gebrannte Mandeln, Steckerfisch, Bratwurst, Bier. Ein teuflisches Gemisch ist das, so Freunde, glaubt es mir. Und dann die wilde Maus, kommt alles wieder raus. Das macht so viel Gaudi wie ein Potsdam, mein Schatz. Vorsicht, mein Schatz, da ist für den Ärger und Probleme kein Platz. Die sind hier für die Katz. Da gibt es überall Getränke, wo es Attraktionen gibt. Da hört man Musik, jede Menge lauter Lieder, die man liebt. Doch nimm nicht zu viel Geld mit auf ein Vorsicht, mein Schatz. Du wirst es los, Ratzpatz. War unser Rotenburger Volksfest, mein Schatz, Volksfest, mein Schatz, Volksfest, mein Schatz. Und wenn euch heute unser kleines Volksfest gefiel, machen wir einen Satz. Servus, mein Schatz, wir müssen gehen, wir werden uns schon bald wiedersehen. Servus und tschüss, es ist vorbei. Wir wollen Freunde fürs Leben sein. Wir wollen Freunde für immer sein. Na, liebe Zuschauer, die Lichter gehen schon langsam aus. Die Instrumente werden jetzt alle eingepackt. Wir sehen uns bald wieder am 11.11. Aber nicht um 11.11 Uhr, sondern um 20.15 Uhr im ZDF. Mit 11 Topstars der Volksmusik. Zum Beispiel mit den Kastelroter Spatzen, den Flippers, den Kaldauern, den Wildecker Herzbuben. Die Geschwister Hofmann, Stefanie Herzl, Stefan Ross. Und nicht vergessen, Hansi Hinterseer ist auch mit dabei. Also servus miteinander. Servus sag ich auch. Eure Marianne. Und euer Michael. Bis gleich. Es ist vorbei, wir wollen Freunde fürs Leben sein.